Stefan Hagenstein, volle Leistung und ein Mono. Also, die Luft wird dünner. Hier steht er an ihrem Haupt, den wir jetzt auch. Lag er leicht vor Markus Lauer, aber der hat sich im Verlauf des Rennens gesteigert. Und das wird jetzt nicht. Diese sich selbst zum Ziel gesteckte Marke der 7,0er Zeiten erreicht, aber